Ich weinte jede Nacht, ich verlor all meine Freunde und schließlich auch noch den Respekt. Das schrieb Amanda auf ein weißes Blatt Papier. Ihre Botschaft teilte sie mit in einem YouTube-Video. Jahrelang haben ihre Mitschüler sie gehänselt. Sie haben sie auf Facebook gemobbt. Und schließlich hat sie komplett ihren guten Ruf verloren. Mit 15 Jahren nahm sich Amanda das Leben. Ich bin schockiert. Wie schrecklich muss es für sie gewesen sein, so eine Verachtung zu erfahren. Und ich frage mich, wie geht es den Mobbern dabei? Fühlen sie sich vielleicht inzwischen schon selbst nicht mehr so wohl? Mir ist klar, wer so etwas tut, der kann niemals glücklich sein. Der tötet sein Glück. Der macht seine Seele kaputt. Mir macht Jesus das deutlich. Er spricht vom Glück des Menschen, so wie ich das sehe, bezeichnete er es mit Reich Gottes. Und er sagt, er sagt es zu mir und er sagt es zu uns allen, wenn du dem Glück nahe sein willst, dann liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst.